Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX oder OpenTX Weekly. Diesmal wieder wie gewohnt vom Basteltisch aus. Und ja, heute soll es um, so ein ähnliches Thema geben, was wir schon mal hatten. Nämlich, da waren die Folgen überschrieben, wer sich ewig bindet. Da ging es um das Binden von verschiedenen Empfängern oder auch um Lehrer-Schüler-System. Was mehr oder weniger dann auf das Gleiche hinausläuft. Und so etwas haben wir heute auch in dieser Folge. Es geht jetzt weniger um Lehrer-Schüler oder das Betreiben von mehreren Empfängern an der RegioMaster, sondern es geht darum, wie ich erfolgreich ein Modell mit mehreren Fernsteuerungen fahre oder fliege. Ich habe das hier mal vorbereitet mit zwei Fernsteuerungen. Einmal die RegioMaster, das ist sozusagen der Hauptsender. Ich habe da zwei HF-Module drin, wie man sieht. Und damit können wir dann ein oder mehrere Modelle steuern. Und als zweiten Sender habe ich jetzt mal einen AFHDS2A-Sender genommen, in dem Fall die FlySky FSI6X. Die läuft jetzt bei mir auch unter einem abgespeckten OpenTX, aber das ist nicht entscheidend. Da kann es also auch irgendwas anderes sein. Wichtig an der Stelle eben nur ein AFHDS2A-Sender, weil ich diesen Sender gerne mit diesem kleinen Winzling hier binden möchte. Das ist auch ein FlySky-Empfänger, der FSA8S, in diesem Fall der Rebranded von Turnigy, aber das spielt keine Rolle. Dieser kleine schöne Empfänger hat gar keine Servoausgänge, sondern er ist praktisch nur in der Lage, hier das Bussignal entweder iBus oder S-Bus auszugeben. Da er keine Telemetrie hat, muss man das also direkt hier am Empfänger einstellen. Das kann man machen mit dem kleinen Knopf hier. Hatte ich auch schon mal in irgendeiner Folge. Und er kann eben ein PPM-Signal ausgeben. Hier für die ersten 8 Kanäle, die transferiert werden. S-Bus, iBus natürlich mit 16 Kanälen, respektive iBus mit 18 Kanälen. Und den kann ich jetzt hier so schön an dem AUX-Port 1 anschließen von der RegioMaster ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Pegelinverter, sondern direkt hier mit dem Kabel. Ich habe das noch hier außen liegen. Manche Leute bauen sich das dann eben in das Gehäuse der RegioMaster ein, verkabeln das intern, kann man auch machen. Ja, also ich verschwende keins der HF-Module, um eine Lehrer-Schüler-Verbindung herzustellen. Und ich benutze auch kein Bluetooth, denn Bluetooth wäre dann wieder nur möglich für einen Tochtersender, der auch Bluetooth unterstützt, was die i6X theoretisch könnte mit OpenTX, habe ich aber mal weggelassen, denn es kann eben auch ein beliebiger anderer AFHDS2A-Sender sein. Gut, also wir wollen ein Modell mit zwei Modellbauern fahren. Also der eine konzentriert sich auf die Fahrfunktion und der andere konzentriert sich meinetwegen auf die Zusatzfunktionen oder meinetwegen auf das Tochterboot oder was auch immer. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Es läuft mehr oder weniger unter dem Thema Lehrer-Schüler-System. Ein paar Besonderheiten haben wir jetzt aber trotzdem hier eingebaut und dazu starte ich jetzt einfach mal die RegioMaster. Willkommen bei EdgeTX. Gaskanal nicht null. Bitte prüfen. Schalter fehlpositioniert. Ja, sehr gut. Ist heute sehr gesprächig. Der Empfänger blinkt, also er ist noch nicht gebunden. Ich habe den anderen Sender ja noch nicht eingeschaltet. Der Empfänger ist jetzt uninteressant für uns in Zukunft. Deswegen lege ich den jetzt hier an die Seite. Ich schalte jetzt den Tochtersender hier mal ein. Achso, muss ich auch noch mal Taste drücken. Und ihr seht, das ist also auch das Startmenü von OpenTX. Und dann sollte der hier dauerhaft leuchten. Das tut er auch. Dann ist das also gebunden. Und in unser RegioMaster müssen wir eigentlich jetzt nur zwei Einstellungen machen, damit das funktioniert. Einmal im Systemmenü auf die Hardware. Und da brauchen wir eben an der passenden seriellen Schnittstelle. Bei mir ist es der AUX 1, also serielle Port Nummer 1. Das ist dieser hier, der linke von oben gesehen. Müssten wir dann auf iBus statt auf S-Bus umstellen und in der Modellkonfiguration einfach nur ein Lehrersignal über die serielle Schnittstelle zulassen. Dann passt das schon soweit. Dann erscheinen an den Trainereingängen hier in der RegioMaster die
16 Kanäle, die ich also hier produziere über die FlySky. Okay, soweit so einfach. Das hatten wir alles schon mal. Wir gucken mal ganz kurz, wie ich das hier konfiguriert habe, denn da fängt das Spielchen schon an. Das ist ein bisschen anders. Und zwar der erste Kanal, der jetzt hier entscheidend ist, ist der Kanal Nummer 12. Also entweder ist es, das ist ein Mischer mit zwei Zeilen, wie man sieht. Die erste Zeile, da ist als Input TR1, also Trainersignal 1 ausgewählt. Und die zweite Zeile ist Höhe, hier als virtueller Geber. Das ist der hier. Und Kanal 1 ist der hier. So, und ihr seht, das hat jetzt schon gewechselt. Wenn ich also jetzt hier an der FlySky zum Beispiel den Knüppel in die Nähe der Nullposition bringe, dann in die Nähe, das reicht eigentlich aus, dann schaltet der hier um. Das bedeutet, diese Zeile ist aktiv. Und das kontrollieren wir einfach mal, indem wir in das Output oder Channel Widget gehen. Es geht um Kanal Nummer 12. Nicht um den Kanal Nummer 14, den stelle ich mal auf 0, der irritiert ja nur. Kanal Nummer 12 ist jetzt hier. Und wenn ich den hier bewege, geht der hier. So, und solange dieser hier aus der Nullposition heraus ist, hat der hier keinen Einfluss. Und erst wenn der hier wieder auf die Nullposition gesetzt wird, dann funktioniert dieser. Man kann das also so sehen, als hätte der Schülersender oder der Tochtersender Vorrang gegenüber dem Hauptsender. Also wenn der zweite Modellbauer hier etwas macht, dann ist dies aktiv und nur wenn der hier auf 0 ist, dann kann dieses erfolgen. Wenn der hier also ausgelenkt ist und ich bewege hier, da passiert also nichts mehr. Ähnlich ist es dann zum Beispiel mit dem Signal hier. Der Schülersender ist jetzt hier aktiv, wenn ich hier mit dem Daumen bewege. Und wenn der auf 0 ist, ist der aktiv. Wenn der hier ausgelenkt wird, dann kann ich also hier was machen und es passiert nichts. Also in dem Fall hat dort der Schülersender Vorrang. Ich habe das auch nochmal anders konfiguriert. Hier beispielsweise diese Bewegung, wenn ich den hier auslenke, hat der Lehrersender oder der Hauptsender Vorrang. Wenn ich jetzt hier dran wackel, passiert nichts. Nur wenn ich den auf 0 setze, kann ich den hier benutzen. Also ich habe da zwei unterschiedliche Vorrangregeln eingebaut. Einmal für den Tochtersender und einmal für den Hauptsender. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Das geht natürlich wieder, wie kann es anders sein, mit logischen Schaltern. Nein, ich muss auf die Mischer. Und hier ist es der logische Schalter L01, der also dann diese Prioritätssteuerung macht. Wenn L01 aktiv ist, dann ist diese Zeile ausgewählt und wenn L01 nicht aktiv ist, ist die andere Zeile ausgewählt. Ja, das ist relativ simpel. Und was ist L01? Logische Schalter 01, kann man sich jetzt fast denken, das ist einfach ein Schwellwert, also wenn der Betrag von dem Schülersender über eine bestimmte Schwelle liegt, nämlich oberhalb von 5, also der Betrag, also größer plus 5 oder kleiner minus 5, dann ist dieser logische Schalter hier aktiv. Wenn ich den hier auslenke, passiert das. Und wenn ich den wieder in die Nullposition zurückbringe, dann ist er wieder nicht aktiv. Und genau gleich, nur andersrum, ist es sozusagen hier mit dem Schalter für Gas oder für Quer, dann ist die Logik sozusagen genau vertauscht und der Hauptsender hat Vorrang. Ja, so kann man das machen. Man muss sich da also nicht absprechen oder irgendwie umschalten. Lehrer-Schüler-Modus, das geschieht gewissermaßen automatisch und man kann über den logischen Schalter also festlegen, welche Funktion dort Priorität hat. Etwas Ähnliches kann man machen, zum Beispiel für die Buttons. Ich habe jetzt hier einen Schalter. Damit steuere ich jetzt praktisch diese Funktion oder hier den Dreiwegeschalter. Geht Licht 2 an, alles aus und Sound 1 an. Oder dieser Schalter geht das an. Das ist also jetzt hier über den Schülersender. Und ja, eine Möglichkeit kann man auch noch machen,
ein bisschen Eigenwerbung darf ja sein mit den eigenen Schaltmodulen. Wenn man jetzt mal hier drauf achtet, auf die erste Zeile, die wird betätigt durch SA, also aus, ein oder Blink 1, kann ich da auswählen. Ich kann aber auch mit dem Schalter hier oben die Funktion steuern. Ja, also das geht sowohl für Proportionalkanäle wie auch für die Schaltkanäle, für die logischen Schalter oder auch, was wollte ich sagen, ja, also die logischen Schalter, die haben ja nichts mit den Schaltmodulen zu tun, aber auch für die Software mit den Schaltmodulen kann man beides miteinander verknüpfen. Die Verknüpfung mit den mit den Touch-Buttons geht natürlich auch wieder über eine Konfigurationsdatei. Wäre jetzt nur für diejenigen interessant, die diese Touch-Buttons dann auch schon im Einsatz haben. Und die Verknüpfung mit der Software für die Schaltmodule geht natürlich auch über eine entsprechende Konfigurationsdatei, welche Schalter man von der Tochterfernsteuerung mit welcher Funktion auf der Masterfernsteuerung verheiratet. Da will ich jetzt gar nicht so super drauf eingehen, das wäre nochmal eine eigene Folge. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Wer da das wissen möchte, darf mich gerne ansprechen. Ich wollte einfach nur als hauptsächlichen Punkt in dieser Folge rüberbringen, dass man also das ganz elegant miteinander verknüpfen kann, diesen Lehrer-Schüler-Modus. Nicht einfach ein starres Umschalten Lehrer-Schüler, sondern man kann es automatisch machen, dass man einem Sender eine Priorität gibt für eine einzige Funktion. Okay, das war's mal zu der Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!